Und ich darf Doktorin Katharina Mader vorstellen, bevor ich den Bildschirm an Sie übergebe. Doktorin Mader ist Ökonomin und arbeitet als Assistenzprofessorin am Institut für heterodoxe Ökonomie an der WU Wien. Seit diesem Jahr ist sie Elisabeth List Fellow an der Uni Graz. In der Kommunikation zwischen uns beiden zur Vorbereitung der Veranstaltung und den Artikeln, die ich dazu geschrieben habe, hat sie formuliert: Meine Eltern haben ihre Familienpflichten sicherlich abseits der geschlechterstereotypen Normen erfüllt und damit wohl eine feministische Tochter hervorgebracht. Ich bin froh darüber, denn in den letzten Monaten ist Doktorin Mader vor allem als eine derjenigen aufgefallen, die sich als Expertin zu den Folgen der Covid-19-Pandemie auf Frauen medial Gehör verschaffen konnte. Und einige Aspekte dieser Ergebnisse werden wir auch heute hören können. Bitte sehr. Dankeschön für die nette Vorstellung. Und ich versuche jetzt tatsächlich, diesen tollen Vortrag von der Kollegin Maurer ein bisschen auf eine strukturelle Ebene zu bringen, weil das ist tatsächlich die, auf der ich mich immer befinde. Das heißt, man kann mir jetzt durchaus Abstraktheit vorwerfen, aber tatsächlich ist das quasi der Unterschied, der unsere beiden Disziplinen auch ganz stark ausmacht. Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen auf die Ebene der Zahlen und ein bisschen auf die Ebene des strukturellen Problems auch bringen, weil das, was so ganz stark gekommen ist, dieses Familienernährermodell, das leben bei uns in Österreich tatsächlich zumindest 75% aller Mütter mit Kindern unter 15. Das heißt, 75% aller Mütter mit Kindern unter 15 sind in Österreich im Moment Teilzeit beschäftigt. Das sind nicht die ganz Kleinen, sondern das sind doch alle Altersstufen durch. Das heißt, es ist tatsächlich nicht eine individuelle Entscheidung, wie weit ich erwerbstätig sein kann oder nicht oder wie viel ich erwerbstätig sein kann, sondern es ist eine ganz massiv strukturelle. Und das möchte ich jetzt ein bisschen herzeigen, auch im Sinn von unseren neuen Erkenntnissen aus den Corona-Projekt. Sie sehen jetzt hoffentlich meinen Bildschirm. Super. Genau, das heißt, ich würde gern in einer ersten Runde so ein bisschen darlegen, was wir tatsächlich im ökonomischen Sinn zu unbezahlter Arbeit wissen und was wir alles nicht wissen. Das ist nämlich der größere Teil, also was wir alles nicht wissen. Für uns in unserer Disziplin ist alleine der Begriff unbezahlte Arbeit eine totale Irritation, weil Arbeit muss in unserem Verständnis immer bezahlt werden. Und wenn wir die beiden Begriffe dann zusammennehmen, dann ist immer eher zum einen große Irritation und zum anderen ein Unverständnis auch da. Alle Frauen, deren Alltagswissen wir hernehmen, für die ist das wohl das Intuitivste auf der ganzen Welt. Aber tatsächlich, wenn wir es in die Disziplin nehmen, dann haben wir so ganz starke Berührungsängste. Wie gesagt, unsere Datenlage ist enorm schlecht. Wir haben Zeitverwendungserhebungen aus dem Jahr 1981, 1992 und aus dem Jahren, weil das ist über das Jahr erhoben worden, damit man auch saisonale Unterschiede feststellen kann, 2008, 2009. Und die Tatsache ist, dass diese Zeitverwendungserhebungen total stark politisch und vom politischen, parteipolitischen Willen abhängig sind. Das heißt, eigentlich war vereinbart, diese Daten werden alle 10 Jahre erhoben. Wenn man sich das ausrechnen kann, Anfang der 2000er Jahre wäre die nächste Studie notwendig gewesen, die auch in allen anderen europäischen Ländern getan wurde. Bei uns war das die erste Periode von Schwarz-Blau, beziehungsweise es war Schwarz-Blau 1 und hat zum anderen den Zeitpunkt erwischt, wo die Statistik Austria ausgegliedert wurde. Das heißt, diese beiden Faktoren sind so stark zusammengefallen, dass niemanden mehr diese Zeitverwendungserhebungen interessiert hat, vor allem auch deshalb, weil es eine recht teure Erhebung ist. Im Moment steht es im Regierungsprogramm, das heißt, wir halten am besten alle die Daumen, dass es nicht einer Sparpolitik zum Opfer fallen muss. Im Moment schaut es so aus, als würden wir neue Daten kriegen. Die Daten, die wir aus dem 2008er, 2009er Jahr haben, die zeigen uns ganz eindeutig, dass wir eine Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit haben, die 2/3 der unbezahlten Arbeit bei den Frauen findet und 2/3 der bezahlten Arbeiten bei den Männern und eben dieses 1/3 immer gegen. Was wir auch sehen, und wir haben echt ein Problem, diese Daten zu vergleichen aus diesen 3 Erhebungen, weil die Erhebungsmethoden sich total stark verändert haben
und damit die Vergleichbarkeit echt ein bisschen problematisch ist, aber das, was wir vergleichen können, ist der Anteil derer, die sagen, dass sie unbezahlte Arbeiten machen und die Zeiten, die diese Personen für unbezahlte Arbeiten brauchen. Und da sehen wir, dass tatsächlich der Anteil der Männer, die angeben, dass sie unbezahlte Arbeiten machen, seit 1981 stark gestiegen ist, dass aber die Zeit, die Frauen für unbezahlte Arbeit verwenden, kaum gesunken ist. Und das ist aus einer zweiten Perspektive sehr verwunderlich, weil wir ja in diesen letzten noch nicht ganz 40 Jahren oder bald 40 Jahren eine technologische Entwicklung erlebt haben, die ja ihresgleichen sucht. Also dass jeder Haushalt einen Geschirrspüler, eine Waschmaschine, heute einen Staubsaugerroboter hat, das sind ja Entwicklungen, die eigentlich dazu führen hätten müssen, dass die unbezahlte Arbeit von Frauen weniger wird. Ich werde dann nachher noch ein bisschen dazukommen, aber tatsächlich geht es auch sehr stark darum, welche Arbeiten wir in diesem unbezahlten Bereich wegrationalisieren können und all jene Arbeiten, die wir nicht loswerden, nämlich alle die, die in der zwischenmenschlichen Beziehung entstehen, die halt den gleichen Zeitaufwand noch immer brauchen. Wir haben uns angeschaut, was heißt denn das, wenn wir diese Zeiten aggregieren, wenn wir uns anschauen, wie viel haben Österreicherinnen und Österreicher in diesem einen Jahr an unbezahlten Arbeiten geleistet und wenn wir da das ganze Ehrenamt und die freiwilligen Arbeit rausnehmen. Weil wenn wir das dazu drinnen lassen, dann arbeiten wir tatsächlich alle deutlich mehr unbezahlt als bezahlt. Aber für unsere Forschungszwecke ist das Ehrenamt jetzt nicht ganz so wichtig. Das heißt, das haben wir da rausgerechnet. Wenn wir das aggregieren, dann sehen wir, dass wir in Österreich, nämlich alle zusammen, 9 Milliarden Stunden unbezahlte Arbeiten gemacht haben im Vergleich zu 9,5 Milliarden Stunden bezahlte Arbeiten. Das heißt, der Unterschied ist nicht so groß, wie wir gerne die Idee hätten, sondern bezahlte Arbeiten und unbezahlte Arbeiten sind in etwa in einem gleichen Rahmen, in einem gleichen Stundenrahmen zu finden. Und was wir dann auch getan haben, wir haben uns Durchschnittslöhne in verwandten Bereichen angeschaut, vor allem in persönlichen und haushaltsnahen Dienstleistungen. Das sind so zwischen 11 und 12 Euro brutto im Schnitt. Und haben dann, je nach Berechnungsart, wie wir das berechnen, einen Wert dieser unbezahlten Arbeit von 100 bis 105 Milliarden Euro errechnen können. Das waren eben in diesen Jahren 2008, 2009, je nach Berechnungsart, zwischen 27% und 35% des Bruttoinlandsprodukts. Ist ungefähr auch so viel damals waren die öffentlichen Ausgaben, also die im Budget verzeichneten öffentlichen Ausgaben bei 150 Milliarden Euro. Also nur so, um so ein bisschen diese Riesenzahlen greifbar zu machen. Was für mich so ganz wesentlich ist, aus meiner Perspektive heißt das nicht zwangsweise, dass wir diese Arbeit bezahlen müssen, sondern für mich ist so ganz wichtig, das sichtbar zu machen und sichtbar zu machen, was für ein großes Volumen das ist, was für eine massive Vorleistung das für die Wirtschaft ist, wenn wir nicht gewaschen, angezogen, bekocht, erzogen und so weiter sind, funktioniert unser Humankapital nicht, dann stehen wir der Wirtschaft in der Art und Weise nicht zur Verfügung. Das heißt, um das sichtbar zu machen, denke ich mir, ist das so ganz wichtig, diese Zahlen auch zu nennen. Das heißt nicht, dass ich als einzige Lösung sehe, dass wir diese Arbeiten bezahlen. Aber es ist natürlich schon spannend, wenn eine Babysitterin, eine Putzfrau, eine Lehrerin, eine Kindergärtnerin diese Arbeiten übernimmt, dann scheinen sie im Bruttoinlandsprodukt auf. Wenn ich sie selber mache, dann scheinen sie nicht auf. Das hat sehr wohl was ganz stark mit dieser Priorisierung dieser Arbeiten auch zu tun. Nämlich vor allem auch in unserer Disziplin. Und der Zusammenhang tatsächlich zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit stellt sich für Frauen nicht nur in der Frage von, wie viel Zeitressourcen habe ich für den Arbeitsmarkt zur Verfügung, wenn ich den Großteil der unbezahlten Arbeit mache, sondern auch in all den Berufen, die so ganz stark aus der unbezahlten Arbeit heraus entstanden sind. Also wir nennen das Kommodifizierung, das heißt zur Ware werden von Arbeiten. Und im Zuge dessen, dass eben diese vielen sehr haushaltsnahen, personenbezogenen Dienstleistungen Erwerbstätigkeiten wurden, hat sich die Verbindung zur unbezahlten Arbeit nie aufgelöst. Das heißt, die Minderwertschätzung, die sich in sehr geringen Löhnen und eben, ich habe es da ein bisschen aufgelistet, im Sinne von, wer ist denn heute systemrelevant, wie hoch sind denn da die Frauenquoten im Endeffekt,
und wie niedrig sind die Einstiegsgehälter. Diese Minderwertschätzung, die wir in all diesen Bereichen haben, die resultiert zu einem guten Teil auch daran, dass sie so nah an der unbezahlten Arbeit sind und dass wir eben eine ganz massive Minderwertschätzung im eigenen Haushalt haben, dass wir mit dieser unbezahlten Arbeit ein ganz großes Problem haben, weil sie nie zu Ende ist. Sie hat das, was wir als Arbeitsverständnis haben, nämlich dass wir ein Produkt am Ende des Tages haben, dass man bezahlen, / kaufen kann, das haben wir mit dieser ganzen unbezahlten Arbeit ja nicht. Das heißt, es ist eine immerwährende, sich ständig wiederholende, nie zu Ende seiende Arbeit, die eben auch im bezahlten Bereich dann sehr ähnlich ist. Weil wenn ich mir unsere Kindergärtnerinnen anschaue, dann ist deren Arbeit auch nie zu Ende. Nicht einmal dann, wenn diese Meute an 2,5-Jährigen endlich schläft. Das heißt, das ist einfach so nah an der unbezahlten Arbeit dran, dass wir dann nie rausgekommen sind, diese Arbeiten besser zu bewerten. Ein großer Teil, und ich komme dann gleich, wenn ich zu unseren jetzt neuen Projektergebnissen komme, in dieser Minderbewertung von typischerweise Frauenerwerbstätigkeiten liegt leider auch daran, dass wir die Tätigkeiten immer schlecht bewerten, in denen eine große Reservearmee an Personen da ist. Das heißt, in Zeiten von hoher Arbeitslosigkeit haben wir immer Probleme bei Arbeitskämpfen, weil immer quasi das Argument da ist, nee, okay, wenn du diese Arbeit nicht machst, stehen 50 weitere Leute da, die das machen würden. Das heißt, insofern habe ich immer ein Problem bei Lohnverhandlungen, wenn wir große Arbeitslosenzahlen haben. Das Thema bei diesen gesamten Bereichen an typischerweise Frauenerwerbstätigkeiten ist, dass wir eine riesige Reservearmee an anderen Frauen haben, die genau diese Arbeiten unbezahlt machen könnten. Das ist, ich vergleiche in diesen Verhandlungen immer mit all den Frauen, die es auch unbezahlt machen könnten. Und das wirklich Tragische an dieser Krise aus meiner Perspektive ist, dass wir gerade genau das bewiesen haben. Also, dass jede von uns tatsächlich bewiesen hat, in so einer Krisensituation stehen wir als Reserve zur Verfügung und übernehmen genau diese Arbeiten unbezahlt und machen aber auch gleichzeitig nicht viel Wirbel, dass es eigentlich ein Problem darstellt, dass wir das so tun. Das heißt, wir haben jetzt quasi die Theorie, die wir in der Ökonomie, vor allem im feministischen Bereich immer hatten, jetzt leider ganz massiv bewiesen, ist ein Ergebnis von vielen, das ich nachher irgendwie vorstellen will. Und tatsächlich ist das auch ein großer Punkt, dass wir in allen Wirtschaftskrisen der letzten Jahrzehnte sehen, dass es die Frauen sind, die unbezahlte Arbeiten dann übernehmen, wenn sich Haushalte das Zukaufen nicht mehr leisten können, vor allem am Markt nicht mehr leisten können. Und wenn Tätigkeiten, Dienstleistungen vom Staat nicht mehr angeboten werden, weil in Zeiten des Sparens, und das haben wir leider auch nach der letzten Wirtschaftskrise ganz massiv gesehen, am besten dort funktioniert, wo es die typischen Frauenberufe betrifft. Dort ist die wenigste Lobby, dort wird am wenigsten laut dagegen gearbeitet, dort kann man tendenziell immer am einfachsten sparen. Dort sehen wir heute, dass es das Gesundheitssystem in Spanien und in Italien genau deshalb eine solche Pandemie nicht aushalten konnte. Da sehen wir aber auch, und das ist was ganz was Wesentliches, dass wenn wir an diesen typischen Frauenarbeitsplätzen sparen, wir nicht an dem einen Frauenarbeitsplatz sparen, sondern wir quasi einen Dominoeffekt sehen. Also das heißt, die eine Kindergärtnerin, die ihren Job verliert, die eine Person in der Arbeitslosenstatistik, aber all jene Frauen, die abhängig sind oder deren Erwerbstätigkeit von diesem Kindergartenplatz abhängig ist, deren Jobs sind genauso gefährdet. Das heißt, insofern wäre es sehr viel wichtiger, sich auch in solchen Krisensituationen auf Frauenarbeitsplätze und typische Frauenarbeitsplätze zu spezialisieren, vor allem hinzuschauen, was mit denen passiert, als wir es tatsächlich in allen letzten Krisen gesehen haben, dass man es politisch tut. So, das so als großer Überblick, wo wir uns im ökonomischen Bereich zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit tatsächlich befinden. Was ich ganz kurz zu der Krise sagen möchte als Vorbemerkungen, weil es dann tatsächlich niemand mehr kommen wird. Diese Pandemie hat ein paar Sachen gezeigt und sie hat vor allem gezeigt, dass eine Gesundheitskrise unendlich schnell in einer Wirtschaftskrise enden kann und dass aber so eine Wirtschaftskrise immer auch eine soziale Krise ist. Also so gern wir es in die Richtung drehen und so gern wir das Narrativ verwenden, dass es sich hier ausschließlich um eine Wirtschaftskrise handelt,
Das ist eine soziale Krise. Und diese Krise oder diese Pandemie hat die Möglichkeit aufgemacht, auf unendlich viele Ungleichheiten zu sehen, die schon vorher da waren. Die waren nicht, das ist jetzt nichts Neues. Da ist de facto nicht viel Neues entstanden in dieser Krise. Aber es hat wirklich wie eine Lupe drauf gezeigt, was wir leider schon lange gesehen haben. Und eben hat dazu geführt, dass wir die höchsten Arbeitslosenzahlen, die wir je hatten, oder die wir in der Zweiten Republik je hatten, haben, dass wir eben bei dem Anstieg der Arbeitslosigkeit zum allerersten Mal in einer Wirtschaftskrise sehen, dass Frauen ganz massiv betroffen sind im Normalfall, oder die bisherigen Wirtschaftskrisen, die wir begleiten haben können, die haben in der Krise immer ganz massiv die Männer und Männerjobs betroffen. Wir haben tatsächlich noch nie so viele Menschen in Kurzarbeit geschickt wie jetzt. Wir haben eben im Höchststand im Mai 1,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit gehabt. In der letzten Wirtschaftskrise hatten wir im Höchststand, der war im April 2009, knappe 38.000 Menschen in Kurzarbeit. Also nur so die Dimensionen, mit was für einer Wucht uns diese Krise im Moment trifft. Und eben, sie hat uns Sachen gezeigt, von denen wir immer gewusst haben, dass sie da sind, aber die noch nie so manifest gewesen sind, wie eben, dass Arbeitslosigkeit nämlich auch so ein unmittelbarer Einbruch ganz stark mit der Bildung zusammenhängt. Dass sich Menschen im obersten Einkommensfünftel de facto komplett ins Homeoffice zurückziehen haben können, aber die im untersten Einkommensfünftel gar nicht. Dass wir einen riesigen Bereich an Menschen haben, die wir komplett ausgenommen haben aus jeglichen politischen Arbeiten, nämlich vor allem auch aus der Kurzarbeit, und das sind die geringfügig Beschäftigten. Wir haben im Februar 380.000 geringfügig Beschäftigte in Österreich gehabt. Die scheinen in keiner Arbeitslosenstatistik auf. Die sind einfach weg. Deren Jobs sind einfach weg. Das sind vor allem junge Menschen. Die sind vor allem zwischen 20 und 29. Das sind ganz viele Menschen, die das während ihrer Ausbildungszeit machen und dieses Geld auch für ihre Ausbildung brauchen. Und das ist über ein überwiegend weiblicher Teil. Das heißt, das sind alles keine neuen Ergebnisse. Das wussten wir, dass das unsere Situation ist. Aber jetzt in dieser Krise konnten wir offensichtlich durchaus auch in mehreren und größeren Bereichen endlich dazu hinschauen und sehen, wie die Situation gar nicht so rosig ist, wie wir es gerne hätten. Das als Vorbemerkung. Was wir getan haben, ist, wir haben eine Online-Studie durchgeführt und wir haben Menschen befragt, wie denn die Verteilung von unbezahlter Arbeit jetzt im Lockdown, also es war tatsächlich während des Lockdowns, aussieht, wenn sie im Homeoffice sind, wenn sie in Kurzarbeit sind und arbeitslos geworden sind. Und aus dieser Kombination von Homeoffice oder der Frage von Homeoffice und unbezahlter Arbeit ist das, was uns rausgekommen ist, eine totale Mittelschichtstudie geworden. Also das muss man einfach ganz stark sagen. Vorher, wo ich gesagt habe, das oberste Einkommensfünftel konnte de facto ins Homeoffice gehen. Ein Homeoffice hat eine Bildungs- und eine Komponente im Endeffekt. Das heißt, wir haben ganz viele Akademikerinnen erwischt. Wir haben eben einen Großteil der Leute, die wir befragt haben, aus Wien, das heißt aus dem urbanen Raum. Das heißt, aus dieser Kombination Homeoffice und unbezahlte Arbeit ist das, was ich jetzt darstelle, tatsächlich eine Mittelschichtsergebnisse. Das heißt, wir können nachher gern darüber reden, wie unsere Annahmen sind, dass das ausschauen würde, wenn das eine repräsentative Studie wäre. Alle weiteren Infos zu dem, wo ich jetzt vor allem dann nicht dazukomme, finden sich unter dem Link. Das heißt, wir haben einige Sachen schon einmal aufgeschrieben, damit sie da sind, und arbeiten gerade an unseren wissenschaftlichen Publikationen dran. Eine, glaube ich, ganz wesentliche Kategorie, die wir abgefragt haben, war, wer ist denn jetzt während des Lockdowns für die Hausarbeit und für die Kinderbetreuung zuständig und wer war es denn vorher? Und was uns enorm überrascht hat, war, dass eben knapp 60% gesagt haben, sie sind für die Hausarbeit zuständig im Vergleich zu ihrem Partner, und dass über 70% gesagt haben, sie sind für die Kinderbetreuung zuständig. Wir haben aber genau die gleichen Zahlen für davor.
Das heißt, es ist nicht so, dass wir ja schnell die Idee hatten, beziehungsweise auch durchaus in den Medien immer wieder herumgegeistert ist, okay, gut, diese Krise bringt uns in die 50er Jahre zurück. Tatsächlich haben wir unsere Systeme nicht wirklich rausentwickelt, sondern wir haben diese Zuständigkeit für die unbezahlte Arbeit ganz stark vorher schon bei den Frauen gehabt. Also war es jetzt nicht wirklich eine Überraschung, dass sie die meisten dieser Arbeiten gemacht haben. Es ist aber schon so, dass uns tatsächlich die Zahlen dann überrascht bis schockiert haben tatsächlich. Also was Sie hier sehen ist machen wir die wirklich spannenden Sachen zuerst, weil ich komme mehr Zeit. Also da ganz unten sehen Sie die Alleinerzieherinnen. Wir haben 6 Alleinerziehende gehabt, das heißt, wir haben da die Männer noch drinnen gelassen, aber tatsächlich sind sie nicht statistisch signifikant und eigentlich müssten wir sie da rausnehmen. Aber nur zum Vergleich. Also Alleinerzieherinnen haben am Tag während des Lockdowns 15 Stunden gearbeitet und 9 Stunden davon haben sie unbezahlte Arbeiten gemacht. Aber das ist jetzt nicht super überraschend, weil tatsächlich Alleinerzieherinnen ja im Normalfall immer 2 Personen in einer Familie ersetzen quasi. Das heißt, das ist durchaus schon überraschend, weil wir bei Alleinerzieherinnen immer sehr viel höhere Erwerbsbeteiligungen, aber auch höhere Erwerbszeiten sehen als im Schnitt der anderen Frauen und Mütter, weil die natürlich eben auch den Part des Familienernährers und Anführungszeichen übernehmen müssen. Was uns enorm überrascht hat, war, dass die Zahlen von Müttern mit Kindern unter 15, die in einem Paarhaushalt leben, und das ist die zweite Spalte im oberen Teil, dass deren Zahlen nicht wirklich anders waren als die der Alleinerzieherinnen. Das heißt, da waren es insgesamt 14, nicht ganz 14,5 Stunden und sogar 9,5 Stunden davon unbezahlte Arbeiten. Eine Kollegin hat irgendwann einmal dann ganz böse gesagt, okay gut, diese halbe Stunde mehr ist, weil sie den Dreck der Männer auch noch wegmachen. Das ist natürlich die fiese Antwort. Die andere Antwort ist tatsächlich, dass wir hier ganz, ganz viele Familien sehen, die genau dieses Familienernährer-Zuverdienerin-Modell leben. Das heißt, dass genau diese Frauen dann auch nochmal deutlich mehr unbezahlte Arbeit gemacht haben, als die Alleinerzieherinnen sich leisten konnten, unbezahlte Arbeiten zu machen. Was auch ganz wichtig ist, ist, dass es nicht so ist, dass Männer nichts gemacht haben. Also das heißt, auch Männer haben in dieser Zeit deutlich mehr unbezahlte Arbeiten übernommen, als sie es sonst machen. Wir haben immer einen Unterschied, der sich zwischen 2,5 und 3 Stunden bewegt, zwischen den Männern und den Frauen. Wir haben tatsächlich zum allerersten Mal gesehen, dass sich die Verantwortlichkeiten verschoben haben, also dass Männer tatsächlich in den früheren Zeitverwendungserhebungen eher die Kinder übernommen haben als den Haushalt. Das hat sich in dieser Krise komplett gedreht. Also das heißt, dieses Homeschooling war eine eindeutige Zuständigkeit für die Mütter. Die Sachen, die Väter übernommen haben, waren eher Haushaltstätigkeiten als eben Kinderbetreuung. Vor allem Lernen mit dem Kind war eine recht geringe Kategorie bei den Männern. Ich glaube, das ist das ist nicht meine nächste, aber die übernächste Folie. Die möchte ich noch kurz herzeigen, weil es tatsächlich der Vergleich zu den 100 Milliarden Euro im ganzen Jahr ist. Wir haben uns tatsächlich diesen 7-wöchigen Lockdown auch hergenommen und uns hochgerechnet, was hätten das bedeutet, was wir hätten verdienen können für diese Zeiten, in denen wir unbezahlte Arbeiten gemacht haben. Haben es auch so gemacht, dass wir uns eben die Mindestlöhne in all den Bereichen, die wir erhoben haben, rausgesucht haben. Und wenn man sich dann eben zum Beispiel genau in der Mitte die Mutter eines Kindes, ich muss es jetzt da alle ein bisschen wegschieben, die Mutter eines Kindes oder zweier Kinder in einer Paarbeziehung lebend anschauen, dann sind das auch die Frauen, die tatsächlich am meisten verdient hätten. Und eben, die hat jetzt ganz exemplarisch 55 Stunden gekocht, 47 Stunden geputzt, 16 Stunden sonstige Haushaltstätigkeiten gemacht, 77 Stunden Grundversorgung ihrer Kinder, 48 Stunden gelernt und 97 Stunden Freizeit gestaltet für ihre Kinder. Das ist die ganze Zeit in diesem 7-wöchigen Lockdown. Und wenn wir das jetzt berechnen, dann sind wir bei knappen 3.860 Euro, die diese Arbeiten wert gewesen sind. Und eben, wenn wir das bei dem dazugehörigen Vater genauso machen, dann wäre seine
seine Arbeit 2410 Euro wert gewesen. Das wirklich Spannende ist, dass das Momentum-Institut sich ausgerechnet hat, was Mütter, die ihre Arbeitszeiten reduzieren mussten während des Lockdowns, an Einkommensverlusten hatten in der Zeit, und die kommen auf genau die gleichen Zahlen. Also die sind auf ein bisschen was über 4.000 Euro gekommen. Das heißt, im Endeffekt hätte sich das durchaus aufheben können, ja, das, was wir, wenn wir die unbezahlte Arbeit bezahlt hätten. Oder, ja. Genau, also was ich noch ganz kurz zeigen möchte, ist der Unterschied zwischen der Unterschied, den das Alter von Kindern ausmacht. Da sieht man jeweils die Mütter und die Väter von Kindern zwischen 0 und 2, zwischen 3 und 5, zwischen 6 und 9, 10 und 14 und dann über 14. Und was man in dieser Grafik insgesamt ganz stark sieht, ist, dass der Aufwand für die Hausarbeit zwischen Frauen und Männern immer deutlich unterschiedlich ist. Und das über alle Altersgruppen. Also das heißt, es ist für die Hausarbeit, egal wie alt die Kinder sind, die Mütter übernehmen einen Großteil dieser Arbeiten und das durchgängig durch alle Altersgruppen. Was wir im Umgekehrten sehen, ist, dass es völlig egal ist, wie alt die Kinder sind, wenn es um die Kinderbetreuung, um die Erwerbsarbeit von Vätern geht. Also Vätererwerbsarbeit ist jetzt keine neue Erkenntnis, ja, ist unabhängig von dem Alter der Kinder oder ob es überhaupt Kinder gibt, beziehungsweise so unabhängig ist es gar nicht. Das ist noch der Punkt, den ich tatsächlich zu den 75% Teilzeitbeschäftigten in Österreich sagen wollte. Väter von Kindern haben tatsächlich eine höhere Erwerbsquote als Männer insgesamt. Also wir sind bei den Männern insgesamt ungefähr bei 84% Erwerbsquote und bei Vätern tatsächlich bei 92%. Das heißt, der Anreiz, Kinder, oder ja, die Frage ist, Katze beißt sich in den Schwanz oder was war zuerst, Henne oder Ei, aber die erwerbstätigen Quote von Vätern ist tatsächlich höher als die von Männern, insgesamt. Genau, was für uns auch total, dann doch nicht nur überraschend, sondern auch ein bisschen niederschmetternd war, waren die Unterschiede in der Freizeit. Das ist der hellblaue Balken ganz oben. Das heißt, wir sehen, dass der Unterschied in der Freizeitzeit, die während des Lockdowns da war, nie gleich, also oder dass sich der nie so verringert, dass die Freizeitzeit gleich wurde. Nicht einmal bei den Kindern über 14, wo wir einfach annehmen hätten müssen, dass da die Kinder gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit brauchen. So, ich schaue mal ganz kurz auf die Uhr. Genau, ich sollte Schluss machen, ich weiß. Ich bin eh schon fast dort zum Schluss machen. Also ich verweigere mich immer, ein Fazit zu sagen, weil ich glaube, erstens mal sind wir noch mitten in der Arbeit zum einen und zum anderen hört diese Arbeit nie auf. Ich denke mal, was ganz wesentlich ist, dass Krisen in allererster Linie Krisen sind und dass es schwierig ist, Krisen als Chance zu verkaufen, wenn sie durchaus Lernerfahrungen sind, aber für ganz viele Menschen einmal jetzt eine Krise darstellen. Nämlich sowohl eine finanziell-existenzielle Krise, aber auch eben einfach eine Krise der insgesamten Lebensumstände, der Frage von, wie weit macht, ja, eben, man kann diese Krise ja ganz weit aufmachen, man kann ja sie in einen Kontext von einer Klimakrise setzen und dann sagen, okay, gut, wie weit macht Sinn, jetzt ausschließlich in den Konsum, in die Konsum, als Konsum antreiben zu investieren oder wo müssen wir eigentlich schauen, dass wir ganz andere Lösungen für so eine Krise finden. Also ich denke, ganz viele Aspekte dieser Krise, die eigentlich betrachtet werden müssen. Aber eben, sie kann durchaus Lernerfahrungen ermöglichen. Wir haben uns bei der letzten Krise tatsächlich angeschaut, was möglich war, was in Richtung Gleichstellung oder in Richtung mehr Gleichstellung gegangen ist und sind darauf gekommen, dass das nicht so war. Sogar so, dass wir aus allen letzten Wirtschaftskrisen sehen, dass wir bei der Gleichstellung oder bei Gleichstellungsbestrebungen quasi eine umgekehrte Situation zur Arbeitslosigkeit haben. Also das heißt, wir haben eine Arbeitslosenquote vor einer Krise, die Arbeitslosigkeit schnellt in die Höhe. Wir schaffen das zu stabilisieren und die Krise ist zu Ende und wir schaffen diese Arbeitslosigkeit insgesamt runterzubringen, bringen sie aber in der Tendenz nie dorthin, wo wir vor der Krise gestartet sind. Und genau umgekehrt verhält sich es mit der Gleichstellung. Wir haben irgendwie Gleichstellungsbestrebungen geschafft. Wir haben was verändert. Die Krise kommt und haut uns irgendwie alle eine ganze Runde wieder in traditionelle Rollenbilder zurück.
Und wir kommen aber nach der Krise nicht automatisch wieder auf den Vorzustand, sondern befinden uns auf einem niedrigeren Niveau und fangen wieder mit Kämpfen an, von denen wir eigentlich gedacht hätten, dass sie schon erledigt waren. Das heißt, das ist tatsächlich eine der großen Gefahren von Wirtschaftskrisen, wenn man von Gleichstellung und Wirtschaftskrise reden. Das Spannende vielleicht noch so ein bisschen diese Relation zur letzten Krise zu setzen, nämlich dass eben in der letzten Wirtschaftskrise ganz stark, als die Finanzkrise zu einer Wirtschaftskrise wurde und die Realwirtschaft erwischt hat, ganz stark typisch Männerberufe betroffen waren, dass es vor allem Männer waren, die arbeitslos geworden sind, fast ausschließlich Männer waren, die in Kurzarbeit gegangen sind. Ganz stark die produzierende Industrie, vor allem die metallverarbeitende Industrie getroffen hat, ganz stark die Autozulieferer im Endeffekt. Diese typischen Frauenberufe, vor allem im Dienstleistungsbereich, die haben sich damals als deutlich krisenresistenter herausgestellt, weil sie immer die Arbeit mit anderen Menschen brauchen und damit einfach auch notwendiger, lebensnotwendiger sind. Das sehen wir in der jetzigen Krise tatsächlich als großen Unterschied. Also dass genau dort auch sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit entstanden ist. Sehr viele, wo wir noch keine Daten haben, EPUs, also Einzelunternehmen, Friseurinnen, Kosmetikerinnen und so weiter vor dem existenziellen Ausstehen. Das haben wir in der letzten Wirtschaftskrise tatsächlich so nicht gesehen. Was wir aber damals gesehen haben, ist, dass wir ganz starke Sekundäreffekte hatten. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, ab dem Konjunkturprogramme geschnürt waren, ab dem Männer Arbeitslosigkeit stabilisiert war und man gewusst hat, okay, gut, man möchte wieder zu dem Spardiskurs von davor zurück und man eben ganz massive Austeritätsprogramme geschnürt hat, sehen wir die Arbeitslosigkeit von Frauen, die gestiegen ist. Das heißt, es sind genau dann die typischerweise Frauenberufe gewesen, die von den Sparmaßnahmen betroffen waren. Und das ist ein Thema, an dem wir einfach insgesamt auch vom Kopf her dranbleiben werden müssen, wenn wir nicht wollen, dass Gleichstellung noch weniger oder noch weiter runterschnellt, wenn es jetzt dann quasi die nächste Stufe erreicht, von der ja irgendwie noch niemand reden will, weil im Moment reden wir ja noch alle davon, koste es, was es wolle. Die andere Sache ist tatsächlich, dass wir uns anschauen müssen oder anschauen sollten, wer eigentlich aufgrund der Vereinbarkeitsthemen in Kurzarbeit geschickt wurde und wer deshalb ins Homeoffice geschickt wurde. Weil tatsächlich sehen wir das, also wir haben zur Kurzarbeit ganz, ganz schlechte Datenlage, keine Überraschung in unserem Bereich. Die Arbeitsministerin hat irgendwann einmal im Sommer bei einer Pressekonferenz so nebenbei gesagt, dass 40% der Kurzarbeitsgelder an Frauen gegangen sind, aber tatsächlich haben wir keine validen Zahlen dazu. Wir haben aber sehr wohl Zahlen zum Homeoffice gehabt und haben gesehen, dass ganz schnell deutlich mehr Frauen im Homeoffice waren als Männer. Das heißt, da ist dann sofort die Frage entstanden, wie ist denn das auch passiert, weil man denen eben die Vereinbarkeit ermöglichen wollte. Wir haben zum Homeoffice Studien aus dem letzten Jahr, also vor Krisenzeiten aus Deutschland, die gezeigt haben, dass Homeoffice keine Vereinbarkeit ermöglicht. Also dass Homeoffice Mütter tatsächlich 1,5 bis 3 Stunden mehr Kinderbetreuungsarbeiten machen als Frauen, die nicht im Homeoffice sind, aber dafür auch 1 Stunde mehr Erwerbsarbeit. Und dass Väter, die im Homeoffice sind, oder dass das Homeoffice bei Vätern keinen Effekt darauf hat, dass sie mehr Kinderbetreuung übernehmen, sondern dass sie mehr Überstunden machen. Das heißt, Homeoffice muss entkoppelt werden von dem Vereinbarkeitsdiskurs, weil sowieso jetzt kein Vereinbarkeitsdiskurs damit möglich ist, aber auch grundsätzlich natürlich Pendelwege wegfallen, aber ansonsten Homeoffice, also Erwerbsarbeit neben Kindern funktioniert nicht. Ich habe 2 Kindergartenkinder, ich weiß, wovon ich rede. Die andere Sache ist die Frage, wer nimmt diese Sonderbetreuungszeiten in Anspruch? Und wir haben in den ersten Angaben, die wir hatten aus einer parlamentarischen Anfrage, in der ersten Runde gesehen, dass 80% derjenigen, die Sonderbetreuungszeiten genommen haben, die Mütter waren. Jetzt nach dem Sommer waren es 2/3 die Mütter. Könnte ich auch ganz böse sein und fragen, ob der Sommer, so wie bei der Karenz, auch der passendere Zeitpunkt war, Sonderbetreuung zu nehmen oder zu kriegen, weil das Problem war ja bislang an der Sonderbetreuungszeit, dass es keinen Rechtsanspruch gegeben hat. Das heißt, Unternehmen konnten sagen, nein, geht sich nicht aus, ich brauche dich da.
Die andere Sache ist tatsächlich, was uns sehr stark anstehen wird, die Frage von, was passiert mit all den Frauen, die jetzt die ganze Zeit über oder vorrangig im Homeoffice waren. Da ist eine massive Unsichtbarkeit passiert. Das heißt, das wird sich in die nächsten Lohnrunden ziehen, das wird sich in die nächsten Beförderungen ziehen. Da wird immer wieder kommen, naja, du warst ja im Homeoffice, du warst ja bei deinen Kindern. Auch das wissen wir aus den Studien aus Deutschland, dass Frauen tendenziell weniger oft Homeoffice angeboten kriegen, weil man ihnen unterstellt, dass sie dann die Kinder übernehmen werden, also auch in normalen Zeiten. Und dass Frauen das selber auch im Gefühl haben und deshalb gar nicht um Homeoffice bitten. Genau, und dann ist einfach der eine Punkt noch, nämlich die Frage von Arbeitslosigkeit. Ich denke mir, dass wir jetzt sehr genau hinschauen müssen, was diese Frauen, die jetzt arbeitslos geworden sind, die tatsächlich, also in Österreich haben wir keine Zahlen, aber in Deutschland sehen wir, dass tatsächlich Mütter gekündigt haben, weil sie gewusst haben, das geht sich mit den Betreuungszeiten über den Sommer und im Herbst nicht aus. Das heißt, was mit all diesen Frauen passiert, ob es wirklich einen Sinn hat, die alle in die Altenpflege und in die Digitalisierung umzuschulen oder ob es da ein ganz anderes Problem gibt, nämlich genau das Problem, dass sie Mütter sind und dass sie jetzt noch als unzuverlässiger gelten, als sie jeher schon gegolten haben. Das heißt, dass eben die Idee, die vorher eh auch kam, wofür haben wir denn dann die Männer eingestellt, genau das potenziert sich jetzt. Das heißt, wir nennen das im Normalfall statistische Diskriminierung. Das hat sich genau jetzt bewiesen und quasi zu einer realen Diskriminierung gemacht. Das heißt, da ist einfach wirklich die Frage, wo wir ansetzen können und müssen, eben nicht in der Umschulung, sondern sehr viel mehr auch in der Sensibilisierung der Väter, aber auch der Unternehmen. Und dann ist einfach ganz was Wesentliches, dass wir schauen müssen, dass wir jetzt dieses Narrativ, dass man sich um Gleichstellung dann wieder kümmert, wenn die Zeiten besser werden, weil das kommt in jeder Wirtschaftskrise, dass wenn wieder Geld in den Kassen ist, wenn wieder weniger Leute arbeitslos sind, wenn es wieder rennt, dann kümmern wir uns um Gleichstellung. Jetzt ist Gleichstellung ein Luxusthema. Wenn wir das nicht aufbrechen, dann eben und immer wieder darauf hinweisen, dass Gleichstellung eine Querschnittsmaterie ist, in allen Zeiten zu jeden wirtschaftlichen Bedingungen notwendig sind, dann haben wir wirklich das Problem, dass wir durchaus auf einer anderen Ebene anfangen werden müssen, als wir jetzt waren. So, und jetzt habe ich wirklich völlig überzogen und hör auf. Entschuldigung fürs Überziehen. So, ich habe dann noch ein paar Folien, aber die schaut sie sich dann selber an, weil die habe ich eigentlich da dazu hängt, damit man sie sich selber anschauen kann. Genau. So. Vielen Dank. Dankeschön, das Überziehen hat sich auf jeden Fall ausgezahlt.